Nee, jetzt stoßen die erstmal mir ran. Auf uns! Auf die alte Clique! Zum Wohl! Also dieses Jahr haben wir in einer Folge gedreht, dass Nele auf einer Party auf alte Klassenkameraden trifft. In meinem richtigen Leben gab es auch schon das ein oder andere Klassentreffen. Man hat einfach viel Zeit miteinander verbracht und eine spannende Zeit im Leben. Also ist es ein bisschen wie Familie. Wir müssen uns bald wiedersehen und nicht erst in 30 Jahren. Auf jeden Fall. Ja. Danke dir. Lass uns nur mal austauschen. Natürlich. 30 Jahre Abi, 30 Jahre, das tut ein bisschen weh. Es entspricht aber auch der Realität. Wir haben Bilder aus dieser Zeit. Hast du Lust, sie einmal zu sehen? Ja, unbedingt. Zeig her. Oh, krass. Wer ist das? Ja, das bin eindeutig ich. Das war ungefähr zur Abi-Zeit. Ich erinnere mich auch daran. Wie süß. Guck mal mit den kurzen Haaren. Ich hab gedacht, die hätte immer lange Haare gehabt. Und mit den schwarzen Haaren. Hä? Warum hatten die Floriane, die irgendwie doch ein paar Jahre älter ist als ich, so viele coole Bilder von aus ihrer Abi-Zeit? Und ich überhaupt nicht so. Ich hab nur so irgendwie eins. Max hat sich verbessert, glaubt mir. Man sieht förmlich, wie er in der Schule immer, ich wollte nur noch mal ergänzend was dazu sagen. Ja, das ist witzig. Oh, das bin ich. Oha. Unsere hübsche Wendy. Guck mal, das ist so süß. Streber, Tim? Oh Mann, ich kann nicht mehr die Kollegen. An meine Schulzeit und an meine Abiturzeit habe ich sehr schöne Erinnerungen. Es war jetzt nicht so ganz leicht, aber ehrlich gesagt, die jetzigen jungen Leute, die ein Corona-Abitur machen mussten, tun mir sehr viel mehr leid als wir damals.